Ich will etwas bewegen, sagt Irmgard Gries zu ihrer Hofburg-Kandidatur. Sie plädiert für ein faires Abkommen. Im Studio analysiert Wolfgang Geier. Einen Schritt auf London zu haben die EU-Spitzen in Brüssel gemacht, um den Brexit, das Ausscheiden Londons, zu verhindern. Wir schalten zu Tim Kupal nach Brüssel. In der Bankenbranche wackelt jeder dritte Job, befürchtet Nationalbankgouverneur Ewald Nowotny. Das Wetter bringt Sonne, Wolken, Schauer. Herzlich willkommen bei der ZIP um 13 Uhr am Freitag.